Willkommen bei mir, dem Thorstenacher Toto, beim Clan. Ich bin im Clan Lappenhausen, also deswegen auch der Thumbnail, alles Lappen hier. Gucken wir uns aber an. Ich habe hier ganz, ganz bewusst am Wochenende nichts in meinem Stream aus diesem Clan hier gezeigt, weil ich wollte es euch ja als Video ganz gerne präsentieren. Und von daher habe ich nicht auf den Zehner gewechselt am Wochenende. Gucken wir mal, wie sich der König Knödel hier durchgeschlagen hat. Als Rathaus 7er gegen ein Rathaus, oh, ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein 8er war. Ah, ne, ist ein 7er, ist ein 7er. Ich gehe mal eben ein bisschen näher für euch rein. Ist ein 7er mit Drachen und auf Ecke gut geregelt. Einfach mal eine Luftabwehr weggemacht. Super Sache hier gegen den Clan Frontline Blue. Es ist übrigens auch ein deutscher Clan. Ein Hallo auch an den Gast-Clan. Nein, an den Gegner-Clan. An den Gegner-Clan. Und ich glaube, das war ein faires, ich denke mal, es war ein faires Match hier. Aber mal sehen, wir gehen, glaube ich, ja, was habe ich mir überlegt? Wir gehen 5 hoch, würde ich mal so sagen. Und vor allen Dingen erkläre ich euch gleich mal, was ich jetzt eben gerade noch vor dieser Folge hier rausgefunden habe. Ich habe nämlich herausgefunden, dass mein Mikro, ich habe am Wochenende ja noch irgendeinen Filter da drauf gelegt, habt ihr vielleicht mitbekommen. Ich habe da so einen, wie nennt sich das, Kompressor darauf genommen. Das heißt also, das Mikrofon öffnet nur dann, wenn es laut, wenn also die Stimme laut genug ist. Sie ist eigentlich bei mir immer laut genug. Und allerdings dann so Tastentöne, wenn ich mal was tippe an der Tastatur oder so, weil ich im Moment habe ich so eine Billigtastatur hier von Sebastian bei mir liegen. Das ist so eine Klick-Tastatur, also hat einen sehr, sehr lauten Klick. Und dann hört man das nicht, weil das Geräusch ist dann einfach zu leise. Und ich bin jetzt eben erst drauf gekommen, meine Stimme klang doch ein bisschen komisch im Livestream. Habe ich festgestellt. Und also Thilo und Felix hatten gar nicht mal so Unrecht, obwohl ich erst behauptet hatte, die wollen das nur schlecht reden oder so. Aber nein, es hörte sich wirklich ein bisschen komisch an. Und ich habe das aber abgestellt. Ich habe den Kompressor jetzt wieder rausgemacht. Den muss ich vielleicht für meine Stimme noch mal ein bisschen genauer, ein bisschen detaillierter setzen. Aber ein schönes Ding hier. Schöner Hockrader-Angriff mit einem Dreier-King vor allen Dingen. Also Rathaus 8 auf Rathaus 8. Durchaus alles hier ganz gut in Augenhöhe gewesen bei den Lappen. Denn der Name hier ist nicht Programm. Das kann ich euch sagen. Der Name ist nicht Programm. Es gefällt mir sehr, sehr gut hier. Ich bin mit dem Avatar immer noch hier in dem Clan und ich glaube, ich mache noch ein bisschen die Clan-Spiele hier. 500 Punkte sind hier Pflicht für jeden, sonst fliegt man hier raus. Das ist ja ganz, ganz locker von jedem hier zu machen. Und jetzt geht es hier nur noch ins Cleanup. Da hat er noch ein paar Bogenschützen, aber die vielen, vielen Hocks knüppeln eben mal dieses Dorf hier nieder. Also schöner Angriff hier von Nummer, was ist es ja, 20 auf 20. Wie heißt das? Names are stupid. Yo, alles klar. Also tolles Teil hier und auch schöner Clan. Coole Leute hier, immer ein bisschen Spaß an den Backen vor allen Dingen, habe ich gemerkt. Und auch schön abend- und nachtaktiv. So, ich springe doch noch nicht so hoch. Wir haben den Snickers, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob er es war, der mich hierhin eingeladen hat. Ich bin also einer Einladung gefolgt in diesen Clan. Ich hatte noch getauscht. Ich habe noch getauscht kurzfristig. Das ist übrigens auch ein 8 auf 8 hier. Denn ich war hier erst mit dem Donnerbengel drin, weil der Avatar war in einem anderen Clan und der Donnerbengel, beziehungsweise, nee, es war erst der Bengel hier, glaube ich, so war es. Und ich war mit dem anderen, nee, stimmt gar nicht. Was rede ich denn jetzt für Mist? Aber wir haben nochmal getauscht, denn in dem Clan, wo ich mit dem Avatar war, da haben die Only Rathaus 9 und 8 gespielt in den Clankriegen. Also die haben gar keinen 10er mitgenommen. Ist nur zur Zeit so, weil dort die 12er erstmal ihre Karren ranleveln und die 11er im Moment auch alle, glaube ich, Helden machen dort geschlossen. Und deswegen habe ich dann angeboten, dass ich dann doch mit dem Avatar hier reinkomme und habe mit dem Alex dann mit dem Account in den anderen Clan, müsst ihr ein bisschen in meinen Stream vorspulen. Den Stream habe ich euch mal wieder da oben, da ist das immer ja da, mal wieder verlinkt. Falls ihn jemand nicht gesehen hat, da habe ich auf jeden Fall etliches aus diesem Clan gezeigt. Und also dort war ich, glaube ich, auch mit dem Alex
ganz oben gelistet. Hinter mir die Emma, die haben wir dann, glaube ich, auch live schon gesehen gehabt in dem Stream. Aber hier 8 auf 8 ist mal schön anzugucken. Und auch die 8er Bases hier mit den starken schwarzen Rathaus 8 Mauern mit den Totenköpfen. Also ich finde, das ist das Mauerndesign hier, finde ich einfach am besten. Diese schwarze Mauer mit dem Totenkopf da oben drauf sieht einfach cool aus. Sieht einfach cool aus, passt auch gut zum Rathaus, obwohl das Rathaus hat mir früher nicht so gut gefallen mit dieser riesengroßen Platte da oben drauf. Das sieht ja so ein bisschen aus wie so eine so ein Sonnendeck für den King oder sowas. Aber auch hier mit Hog Rider, das ist nicht nur im Moment, sondern es ist nach wie vor eine wirklich starke Kombi. Und ich sehe hier die ziemlich starken Hog Rider, das sind Max Hog Rider hier mit dem goldenen Hammer. Die knüppeln hier natürlich nochmal richtig nieder und die hatte er auch in der Clanburg. Super Angriff hier von Sneakers auf die Nummer 18 mm. Jetzt sind wir aber wieder im Fluss hier. Es ist ein Rathaus 10. Also da steht ein Rathaus 10 und der Rest dieser Base ist einfach Rathaus, ich würde mal sagen, 8 Niveau. Es ist Rathaus 8 Niveau und natürlich die Tesla nicht. Natürlich die Tesla nicht. Die Tesla nicht und auch die Luftabwehren nicht. Die sind nämlich ein bisschen höher. Aber das ist dann auch gewesen. Und wir sehen hier den Superspätzle. Gruß an den Namensvetter meines Stammclans, also Spätzle mit Soße. Und geht hier auch mit Hogs rein. Hog Rider werden immer genau, egal in welcher Rathausstufe, auch reines Rathaus 10 auf 10, sehe ich sie immer häufiger. Ich kann es nicht so wirklich, muss ich sagen. Ich müsste das mal vielleicht ein bisschen mehr trainieren, weil ich mich doch sehr, sehr stark auf Luft eingeschossen habe und habe im Moment so ein bisschen so diese ganzen Erdtruppen ein bisschen vernachlässigt. Also so ein Packerwalk oder so oder auch mal Riesenheiler, also so ein bisschen Classic da auch immer wieder reinzubringen. Ja, da ein bisschen Pech gehabt, dass die Hogs sich zwar teilen, aber ach, da ist nicht so wirklich der Beschuss. Ihr seht das hier, da sind zwar die nervigen Skelette, aber okay, da ist jetzt eine Doppelbombe. Die hat ein bisschen mehr wehgetan. Hier hinten sind aber noch Hogsets dazugekommen. Ihr seht das wieder an dem goldenen Hammer. Hier sind noch ein paar dazugekommen, die jetzt hier die Base hier einfach weitermachen. Und dann geht das hier jetzt so ein bisschen nach außen. Ja, die hat jetzt auch keinen zweiten Gift mehr oder hat er, glaube ich, schon verworfen. Wenn ihr natürlich an verschiedenen Stellen und die sind schon nervig in Masse. Jetzt ist aber gleich die letzte Defense weg und dann war es das auch hier mit den Hogs, würde ich mal so sagen. Oh, da bin ich wieder auf meinen Pausenknopf gekommen. Bin ich wieder auf den Pausenknopf gekommen und damit mein Kaffee hier nicht kalt wird. Kalter Kaffee schmeckt nämlich echt mal eklig. Vor allen Dingen so wie ich den trinke. Ich trinke den immer mit ganz, ganz viel Milch. Da bekommt er dann gar nicht, wenn der so richtig angekaltet ist. Aber schön gemacht hier auch mit den Hogs. Aber in so eine Base hier, die ist jetzt auch nicht so ist nicht so ein Hammer, so wie ich es mal sagen. Also er hat zwar die Größe von einer Rathaus 10er Base, aber hier hinten auch mit diesem Mauerstück da, das ist so ein bisschen, ich mache mal meine 25 Mauern und pack die hier irgendwo rein. Also das ist eine Größe dann von einer Rathaus 9er, wo er die nächsten 25 Mauern einfach so hier reingepackt hat. Aber schön gemacht hier von Superspätzle auf Devon Miles. Wir haben hier den Deadpool auf die Nummer 11, Dortmund Freak. Also auf den ersten Blick ist natürlich Frontline Blue jetzt nicht unbedingt als deutscher Clan zu erkennen, aber wenn man natürlich dann in die Clan-Beschreibung reinguckt, dann wird man sehr schnell feststellen, dass wir gegen einen DE-Clan gespielt haben. Ich meine, ist auch dann sehr, sehr üblich, je nach Suche, viele Clans auch aus Deutschland suchen ja abends ihre Clan-Kriege, weil ich sag mal so, die Masse der Clans, wenn es nicht gerade reine Schülerclans sind, die nicht unbedingt abends spielen, spielt dann doch eher so am frühen Abend oder halt in den späten Abendstunden. Sehr nervig hier der Hund. Da geht erstmal, wo ist denn eigentlich die Queen? Ich hab gerade die Queen aus den Augen verloren. Ach, die ist hier unten, okay, aber er hat in der Mitte einiges am Magier. Und denn die Walküren bringen, das ist ganz gut, die Walküren haben gerade, habt ihr das gesehen, die Walküren haben gerade die Welpen wieder zurückgebracht in die Nähe
der Magier und jetzt, na komm, ein Welpe noch. Oh, da ist noch ein Welpe am Leben. Jetzt ist er weg. Gerade so noch geschafft. Ich meine, ein so ein Welpe, der kann ganz schön nervig werden. Noch viel nerviger ist natürlich dieser King, der mal wieder seine Arbeitsplatte hier, ihr seht das, mal gucken, wie weit er jetzt läuft. Eigentlich müsste er jetzt Schluss machen. Macht er auch. Okay, passt auch. Manchmal hat man ja, der hat ja echt einen Radius, ihr seht das hier. Aber manchmal hat man einfach das Gefühl, der folgt einen durch die ganze Base und hält gar nicht seinen Platz ein. Aber scheinbar vertut man sich da immer so ein bisschen. Und deswegen sah das gerade so aus oder sieht das manchmal so aus, als wenn der einmal mit um die Runde läuft, überall da, wo die Schweinereiter die Gebäude kaputt knüppeln, ist der mit dabei und versucht das noch abzuwenden, aber das hat er hier nicht geschafft. Ein paar Luftfallen noch und die dicke Clanbook hier, schön 100% Deadpool. Hat hier auch sehr, sehr gut angegriffen, war so ein bisschen der Rausputzer, glaube ich. Hier gab es auch eine bestimmte Taktik, wie dieser ganze Clankrieg hier gemacht wurde. Und ich glaube, ich bin ja jetzt doch von meinem Turnus abgekommen, also seht ihr einfach mal ein bisschen mehr. Jeden kann ich leider nicht zeigen, war ein 25er Clankrieg, 25 Angriffe, kann ich hier einfach nicht reinpacken. Auch wenn natürlich ein paar Zwei-Sterner dabei gewesen sind. Im Moment sind wir noch im dreistelligen Bereich. Und sehen hier den Yu vom Clan Lappenhausen. Ich finde diesen Clan-Namen so cool. Alles Lappen hier. Aber ist natürlich so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge gesehen. Aber ich glaube, ich will immer irgendwie einen Videotitel natürlich finden, der so ein bisschen in diese Folgen reinpasst. Und ich glaube, alles Lappen passt. Das passte mir einfach. Das fiel mir sofort ein. Als ich in den Clan kam, hatte ich eigentlich schon so den Videotitel, alles Lappen. Von daher ist das alles schon so ein bisschen vorab geplant. Man hat ja immer so ein paar Vorstellungen und ich fand es sowieso erstmal fürchterlich nett, dass sie mich dann auch in den Clankrieg mit reingenommen haben. Und hier schon wieder Hocks. Ist eine ziemlich hocklastige Folge hier. Also das ist ein Rathaus 10 und auf ein Rathaus 9. Also auch sowas ist natürlich durchaus möglich hier. Bin ich aber eben bei stehen geblieben. Hier wird von unten nach oben werden die Bases gemacht. Und das wird auch ganz klar bestimmt und angesagt. Also wer wann wie was macht. Und so hat man dann als Rathaus 10, 11, 12 erstmal so ein bisschen Ruhe, weil die ganze Meute kämpft sich dann so ein bisschen nach oben. Finde ich eigentlich ganz gut, die Machart. Ich meine, wie willst du es? Es ist ja eine Taktik. Ja, und unter Umständen bekommt nicht jeder dann mal seine Sterne verpasst. Ich bin ja eigentlich auch immer einer, der immer ganz gerne sagt, Mensch Leute, verballert nicht immer zwei Angriffe gleich weg. Und dann habt ihr zwar 6 Sterne geholt, aber der eigentlich vielleicht vor oder nach euch ist, hätte ja auch gerne mal 3 blanke Sterne mitgenommen aus einem Clankrieg, nur weil er jetzt nicht schnell genug war und nicht schnell genug angegriffen hat, wie ich das in vielen Clans sehe, hast es halt verpasst. Dann bist du mit deinem Neuner irgendwo nur noch oben, so ein Scouter und das ist natürlich ein bisschen doof. Aber hier, ich denke mal, ganz gut gemacht hier. Die Helden sind ja noch nicht ganz so 40er Niveau, aber 5er Goli und auch die 6er Hox hier, das ist schon ein bisschen dominant. Und hier sind wir auf 11 auf 10, also auch ein kleiner Dip, aber ich glaube, Nicholson ist noch nicht so lange Rathaus 11. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das unten schon 260 Truppen sind, aber ich denke mal nicht. Mit einem Zweier Worden lässt er drauf hoffen, beziehungsweise deutet da alles so ein bisschen drauf hin, dass man gerade so Rathaus 11 geworden ist. Und wenn du jetzt nicht gerade 4 Hammer hast und ganz, ganz viel Elex, dass du dir ganz, ganz schnell alle 4 Lager machen kannst, damit du 260 Truppen hast. Ich glaube, das wird nichts. Dann siehst du natürlich erstmal so aus, finde ich aber gut, dass man dann nicht sagt, oh, ich mache jetzt den nächsten Clankrieg erst mit, wenn meine Armeelager auf Max-Level für mein Rathaus sind. Das sind dann ja erstmal ein paar Wochen und ich meine, einfach so jetzt die Helden hier so rumgammeln lassen, das muss man ja jetzt auch nicht, da kannst du ja was mitmachen. Das wird hier auch gezeigt, dass man was mitmachen kann. Und ich glaube, ich muss echt meine Taste für Pause, muss ich glaube ich doch mal ein bisschen umlegen, denn ab und zu tippe ich hier mal auf dem Zahlenkranz was ein. Und ich habe sowohl auf F9 als auch auf die numerische 5 starten und stoppen der Aufnahme.
Und ab und zu komme ich da dann nebenbei mal drauf. Okay, aber schön gemacht hier auf die Nummer 4, also drauf 4, das ist jetzt schon relativ in Augenhöhe. Im Oberraumbereich gab es natürlich ein paar Dips, also unser Elfer durfte natürlich auf den Zehner dippen oder auf die Zehner dippen. Allerdings ging das hier oben nicht, also Patty-like auf die Nummer 1, 1 auf 1 hier, da war nichts mehr mit dem Dip, weil darüber kommt halt nichts und darunter wird es dann schon eher schwer. Mal sehen, wie, ich glaube, sie das hier gelöst hat oder er, ich weiß es nicht, aber ich glaube, auch hier gibt es einiges an an weiblichen Clash of Clans Spielerinnen, glaube ich zumindest, und finde ich in Ordnung, muss ich mal so sagen. Ist natürlich auch immer ein bisschen erheiternd, wenn Männlein und Weiblein sich hier so ein bisschen fetzen oder auch nur Scheiße labern. War hier aber nicht der Fall, aber ich muss sagen, auch sehr, sehr spät, Spielakteure hier, also weit in die Mitternachtsstunden, jetzt am Samstag nach dem Stream war ich hier noch ganz, ganz spät drin und siehe da, da waren immer noch 4 Leute drin, da habe ich eigentlich gerade angefangen, mir auf Amazon eine Serie anzugucken und weil ich einfach ein bisschen Langeweile hatte, nach mir streamt in der Regel kaum noch jemand, ich habe zwar noch einen Stream habe ich glaube ich noch gesehen, einen amerikanischen Clasher, aber danach hatte ich immer noch Langeweile und habe mir dann eine Serie angeguckt. Beziehungsweise habe die mal wieder weitergeschaut, muss ich so sagen. Sowas mache ich durchaus. Das wisst ihr, Fernsehen nach wie vor ist Gift. Mache ich dann eher nur, wenn ich mal so um die Ecke gucke und mal ein bisschen was aufschnappe. Oder vielleicht mal eine Nachrichtensendung oder sowas. Aber alles andere erspare ich mir dann lieber. Es gibt ja sowieso fast nur noch irgendwelche, also mindestens fünf Kochshows oder sowas am Stück und danach am besten 2 Dance-Shows. Dann gibt es natürlich immer die Live-Überraschung, wo diese Leute in diese Häuser gehen und sich dann ein paar Wochen einschließen lassen und so sinnlose Aufgaben machen müssen, um dann in den schlechten Bereich oder in den guten Bereich zu kommen. Aber Patty ist hier in den guten Bereich reingekommen, nämlich hier unten in diesen Knick nochmal. Die Heiler, die hätten ja auch mal die Queen nehmen können. Nein, sie nehmen hier die kleine Hexe. Okay, ist auch weiblich. Also weibliche Heilerin halt weibliche Hexe und nicht weibliche Queen. Kann man auch so sehen. Da müssen sich die Heiler natürlich auch ein bisschen entscheiden. Aber ich weiß nicht, ob die Skelette jetzt unbedingt... Es wird ja immer wieder die Hexe geheilt, obwohl die keinen Schaden kriegt, sondern die Skelette kriegen ja eigentlich den Schaden. Jetzt hat sie mal kurz Schaden gekriegt oder auch jetzt. Aber scheinbar, wenn ihre Larrys dort angeschossen werden, dass sie dann einfach weiter geheilt wird, weil wenn die voll ist, ist sie voll. Ich meine, jetzt kriegt die natürlich immer mal so 1-2 Schuss ab, aber ist auch schon ganz schön stark, ne? Muss man sagen. Und es ist aber, ich will nicht sagen, es ist ein Time-Fail. Ich glaube, der Bogenschützenturm und auch der Magierturm hätten dieser kleinen Hexe jetzt den Rest gegeben. Aber schön gemacht hier. Ist übrigens der einzige 2-Sterne-Kampf gewesen in diesem Clankrieg. Denn wir haben 74-72 gewonnen, also super Ding. Aber auch die Angriffe von Frontline Blue waren sehenswert. Sie haben halt 1 bzw. 2 Sterne weniger gelassen bei uns, nämlich bei der Patty und hier bei unserem Elfer. Meine hat ganz, ganz schnell 3 kassiert vom Zweier, also vom Rathaus 11. Ist in Ordnung, kann ich mit leben. Der Yu hat gedefft, die Base gucke ich mir mal ein bisschen genauer an, vielleicht für meinen. Aber ich bin hier jetzt, eigentlich bin ich hier fertig. Ich blende den Clan ja immer mal wieder ein. Fokus, Teamwork, Motivation, Kommunikation, Discord-Channel ist auch vorhanden. War ich allerdings nicht drin. Wir nehmen keine Angies mit in den Krieg. Okay. Längste Siegesserie hatten sie 38, aber sie empfanden das eher als Glück. Und Informationen und Regeln könnt ihr euch angucken, die Webseite lappenhausen-wipli.com. Nur 9 Uhr ab Rathaus 9 aufwärts. Also, Clan Level 10, 4 Platz frei hier. Schönes Ding, ich bedanke mich in jedem Fall. Auch wenn ich hier jetzt noch ein bisschen bleibe, aber irgendwann gehe ich hier natürlich raus. Vermutlich jetzt noch 1-2 CKs und dann bin ich wieder bei euch. Bis dahin, euer Toto. Flash.